So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS. Ich habe auch mir jetzt mal doch endlich mal nachgeguckt, wie es eigentlich so mit dem Audio ist. Wollte ich eigentlich schon bei der vorigen Folge gucken. Jetzt habe ich endlich dran gedacht. Und tatsächlich mit dem Audio ist das Ganze okay, so ganz in Ordnung. Das heißt, ich werde es tatsächlich wahrscheinlich so bleiben mit dem Audio. Also mit der Lautstärke von Ingame-Spiel. Genau, let's go. Whatever. Bum, 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 pow. So, Level 12, guckt euch das an. Oh, die XP werden explodieren bei der Lok hoffentlich. Oh, 61 Tonnen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wie stark ist unser LKW? Und wie 500 PS haben wir gerade? Kann ich das irgendwo? LKW-Manager. Ja, 500 PS. Okay, sollte eigentlich reichen. Wir werden nicht sehr schnell sein, ja, keine Frage. Aber wir sollten das zumindest schaffen. Hallo? Achso, fahren. Schöne Bilder hier auch immer, ne? Schnieke. Sehr, sehr schnieke. So. Weißt du was? Ich würde mich hier gerne auf dem Hof mal ein bisschen umgucken. Ich bin ein Riesenfan von diesen alten Industrieanlagen, wo noch hier diese Gleise sind. Bin ich ein Riesenfan von. Hier drin gibt's nichts zu sehen, ne? Nee, leider nicht. Okay, ist ein bisschen sehr eng, aber durchaus natürlich. Hier hinten ist ja. Ohne Prellbock? Bitte was? Also ja, hier sind wir rausgefahren. Geht's auch weiter? Gut, das Gleis hier macht keinen Sinn. Von dem Gleis kommt man nie wieder weg. Ja. Das endet auch einfach so unverfroren. Wahrscheinlich. Also ja, hier ist ja eh außerhalb der Sichtweite. Wahrscheinlich deswegen. Na gut. Also die Züge sollten am besten niemals vergessen zu bremsen. Das dürfte das Haus nicht überleben. Warum ist da kein Prellbock? Ja, Suspekt. Oh, hier noch so ein alter, wie heißt die Dinger? Diese Boxhänger, die haben noch so ganz komischen Namen auf Amerikanisch. Whatever. Sehr geil. Sehr, sehr geiles Industriegebiet. Ist schon cool. Ach, guck mal, die Gleise gehen jetzt sogar durch. Das sind die Gleise, die von hier kommen. Die gehen quasi hier einfach durchs Gebäude und dann gehen sie hier weiter. Gehen hier durchs Gebäude und dann gehen sie nicht mehr weiter. Okay. Cool. Ja, okay, let's go. Lass uns loslegen. So. Okay, Anfang geht schon mal. Wartet mal ganz kurz. Erstmal die Lok hier bestaunen. Alter, wie detailreich die aber auch ist, ne? Dort ist ja mal Sneaker. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Mein LKW auch. Passt also zusammen. Beides sehr, sehr geil. Achso, wir haben ja Schwerlast. Wir müssen also hier unsere Blinky-Blinky anmachen. Bald haben wir da oben auch noch so ein Blinky-Blinky drauf, sobald wir in der nächsten Werkstatt sind. Wobei, dafür haben wir gerade gar kein Geld mehr, ne? Scheiße. Ah ja. Ach, guck mal, die vordere Achse blinkt auch wieder mit. Na gut, muss ja. Geht ja gar nicht anders. Wenn die vordere Achse nicht mitlenken würde, dann wäre es ein bisschen problematisch. Ja. So. Wir müssen da wieder raus. Links ab. Demnächst links abbiegen.
nach links ab. Da fällt die Brillböcke voll, ne? Ah, egal. So. Oh ja, der LKW hat schon ganz schön zu tun. Alter Schwede, ey. Uiuiui. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, nee, noch nicht. Erst nächste Kreuzung. Okay, okay. Oh, da vorne ist gerade eh rot. Immer geradeaus. Alter, ja, man merkt schon, die 61 Tonnen, die wollen nur sehr schwer in Bewegung gebracht werden. Und dann links abbiegen. Das ist schon ein Trägheitsmoment. Das ist schon echt heftig. Hat sich einfach gerade der Blinker ausgeschalten. Was ist hier los? Oder habe ich ihn ausgeschalten? So ganz aus Versehen. Wie weit müssen wir jetzt eigentlich fahren? Nicht, dass wir jetzt hier... Okay, doch, das geht. Das geht. Okay, okay, okay. Das geht in Ordnung. Denn die Fracht ist doch ganz schön schwer. Wer hätte es gedacht? Ich meine, 61 Tonnen sind immerhin 61 Tonnen. Also, ne? Da brauchst du bloß ein bisschen rote Welle haben. Hoffentlich haben wir jetzt keine rote Welle. Und mit der Last immer wieder anfahren, Digga, da kommen wir gar nicht aus dem Pushen. Ey, wir beschleunigen genauso schnell wie der LKW neben uns. LOL. Volvo for life, mein Freund. Wetten, ist auch ein Volvo? Nee, ist ein MAN, oder? Nee. Das ist irgendwas anderes. Ist das ein Iveco? Sieht so aus, ne? Keine Ahnung. So, da kenne ich mich mit LKWs nicht aus. Und wir haben immer noch rot. Scheiß jemand dann. Ich will keine rote Welle haben. Das ist doch behindert, ich sehe die Ampel nicht. Da, guckt euch diese an. Ja, die Ampel standen alle gleichzeitig auf grün. Deswegen schaffe ich die Grünphasen nicht. Ach, kacke. Ah, schon wird es wieder rot. Eine Scheiße. Ja, nee, immer im Stau stehen oder bei der Ampel vielmehr. Ich muss jetzt eigentlich immer nur geradeaus, ne? Ja, genau, immer geradeaus. Okay, okay. Da kommt da vorne noch eine Ampel? Nö. Also frei beim Marzipan. Endlich. Bitte rechts halten. Okay. Die Lok sieht schon echt geil aus, ne? Ich wünschte nur, sie würde beim Anfahren mal ein bisschen mithelfen. Ja. So, hier geht es ein bisschen bergauf, aber trotzdem ziehen wir ganz gut an. Und jetzt geht es wieder bergab. Sehr schön. Oh, 60. 80 dürfen wir. Ich mache schon mal den Tempomat rein auf 80. So. Ja, dann komm mal, die 80 erreichen wir locker. Kein Problem. Easy. Wie gesagt, bergauf, so wie jetzt gerade, da kommt wieder so ein bisschen Bergauf-Strecke. Da könnte es immer ein bisschen problematisch werden. Aber auf gerader Strecke
Brauchen wir halt bloß etwas länger zum Beschleunigen. Ah, siehst du, schon sagt man mal wieder zusammen. Plus noch 70. Naja. Zum Glück geht nicht die gesamte Strecke bergauf. Obwohl, wer weiß. Schöne Gegend, by the way. Ich bin zwar kein Freund von Nadelgehölz, aber so als Gesamtansicht gerade sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ne? So. Die ganzen Tannenbäume hier. Wo ist jetzt die Weihnachtsbeleuchtung hin? Alter, was ist das hier für ein Straßenkonstrukt? Wie geil ist das denn hier bitte? Lol. Okay. Das sieht nicht schlecht aus. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Hätten wir unten lang fahren können, ne? Na egal. Obwohl, lieber nicht, hätten wir da jetzt wieder bergauf fahren müssen. Und das hätte uns umgebracht. Da wären wir schneller gewesen, wenn wir rückwärts gefahren wären. Wahrscheinlich. Wobei, wie gesagt, das geht schon, ne? Also die 80 km/h erreicht er relativ schnell. Wie gesagt, hat er auch schon 500 PS, ja? Ist ja jetzt nicht so wenig. Ist er jetzt vielleicht trotzdem nicht unbedingt geeignet für 60 Tonnen? Ja, bei 60 Tonnen würde man doch wahrscheinlich eher 750 PS Truck nehmen. Aber warum fahren die alle so langsam? Ich dachte, ich habe 60 Tonnen geladen, nicht die. So, hier vorne darf ich mit. Ne, ist immer noch 80. Hier sind keine Schilder. Zumindest sehe ich keine. Oh, es geht bergauf, es geht bergauf, es geht bergauf, 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 bergauf. Auf. Die vorne hier sind auch alle langsamer. Was denn los? Oh, das. Lol. So ein, wie sagt man, so ein Tempomat? Nee, so ein Tempschild. Also so ein Ding, was einem die Geschwindigkeit anzeigt. Und es funktioniert sogar. Lol. Das ist ja mal geil. Die finde ich im Echten auch mal witzig. Als ich damals noch am OSZ-IMT war, da bin ich ja mit dem Bus, also mit dem Bus, mit dem ich zur Arbeit gefahren bin, zur Ausbildung gefahren bin, also zum OSZ-IMT halt, ist der Bus auch immer an so einem Ding vorbeigefahren. Habe ich mich auch immer gefreut, so, oh, oh, oh. Der Bus fährt viel zu schnell. So, was ist hier schon wieder los? Wieso werdet ihr langsamer? Leute, oh, hier ist nur 50. Upsala. Das sagt halt einiges. Und nur 30. Und stehen bleiben. Alter, was ist hier los? Oh, Alter, bremst mich einfach aus. Fahr. Oh ja. Beschleunigen und dann auch noch hier ein bisschen bergauf. Das ist ein guter Motortraining. Und wir erreichen gerade mal 30. Jetzt wird es wieder ein bisschen flacher. Sehr schön. Gut, ich meine, die LKW vor uns waren eh nicht schneller, von daher. Oh, ist das hier süß. Wie cool ist das denn bitte? Wir beschleunigen einfach genauso schnell wie der LKW vor uns. Ist das traurig oder ist das traurig? Okay, also jetzt sind wir gerade davon. Und da vorne bremsen sie schon wieder. Oh, das ist eine Umleitung. Oh nö. Bitte links halten. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Da ist eine Umleitung. Okay, wir kommen ja aber, wie es aussieht, können wir hier dran vorbei. Können wir hier um den Kreisverkehr fahren und dann können wir da wieder rauffahren. Wie es aussieht. Fuck die Scheiße weg. Können die woanders Party machen? Okay, lass uns eine neue Route finden. Immer geradeaus. Ach, Mann.
Vor allem beim American Truck Simulator, da hatte ich letztens das Phänomen, da bin ich lang gefahren und da war da auch eine Umleitung halt. Also auch so auf der Autobahn. Und die ganzen NPCs sind aber einfach geradeaus weitergefahren. Wirklich wie Geisterautos durch die Absperrung. Ah ne, halt, nicht blicken. Ist das hier Kreisverkehr? Nee, ne? Keine Ahnung, wer weiß das schon. Wie gesagt, wie Geisterautos einfach durch die Absperrung. Also, keine Ahnung, ob das schon wieder die KI wieder komplett abgekackt hat oder einfach die Streckenführung in dem Moment falsch programmiert war. Kann ja auch passieren. Aber es war schon echt witzig. Fahren einfach alle Autos geradeaus weiter, komplett einfach durch. Ja. So, und schon sind wir wieder auf der Autobahn drauf. Yay! Ich würde lachen, wenn jetzt Autos von hinten kommen würden. Gut, im Echten würde man das wahrscheinlich eher weniger lachen, sondern mehr schreien. Aber ist ja fast das Gleiche. So, mal wieder Tempomat rein. Sehr gut. Und dann freie Bahn mit Marzipan. Schön auf der Spur bleiben. Boah, Alter, der neigt sich aber ganz schön hier. Und wieder bergauf. So, einmal 70 bitte. Danke. Der Link hupt gar nicht zurück. Licht hupt gar nicht zurück. Link hupt? Hä? Siehst du, ein Bus-Simulator kann man auch draus machen. Oh, da vorne ist schon wieder eine Baustelle, ne? Da zieht mir noch sehr nach. Achso, nee, ist bloß eine kleine Verengung. Plus 30? Leg mich am Arsch. Tschüss. So, ist links frei? Nee, ist nicht. Obwohl. Mit dem Schwertransporter überholen ist vielleicht keine so gute Idee. Dafür haben wir zu wenig Power. Bleiben wir einfach mal hinter ihm. Was soll's. So langsam fährt er zum Glück auch nicht. Und wir werden gerade auch wieder langsamer. Sehr geil. Was denn das hier? So eine Herberge oder was? Geil. Wie geil. Ey, wir dürfen 90 fahren. Wow. Schaffen wir zwar leider nicht. Halt 90, nicht 100. Und es wird dunkel. Immer geradeaus. Du ja, du ja. Wie der da vorne loszieht, Alter, mit dem Kack-Nitro. Voll der Angeber. Ja, nee, die 90 schaffen wir nicht so ganz. Gut, geht ja auch wieder Stücke bergauf, aber trotzdem. Oha, da vorne kommt der Maut. Oh, 50, 50, 50. Oh, 30. Oh. Ey, ich schütt mal alle hier ein bisschen. Wow.
Ist das zweispurig, ne? Ah, ne, ist einspurig. Ah. Wie lange braucht der jetzt? Oh, fängt er schon. Warte. Der Bus hat aber mehr als 20, oder? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh, 40. Gut, wir fahren eh nur 30. Okay. Was ist das hier für eine Gegend? Schon wieder Zoll? Hä? Was ist hier los? Ich dürfte noch. Einmal reicht doch bitte. Ach, aber dieser Zoll. Cool, schlafen kann man ja auch. Sehr geil. War ich gerade richtig? Ja, okay. Hier darf man ja nur 20 fahren. Links abbiegen. War da nicht vorhin gerade ein Schild, wo man 40 fahren darf? Hä? Bin ich jetzt dumm oder blöd? Oder beides. So, wir folgen wieder die normale Straße weiter, wie es aussieht. Sehr gut. Wir dürfen wieder 70 fahren. Sehr geil. Na dann, Tempomat rein und auf 70 runter. So. Was ist da vorne? 90. Ah, sehr geil. Oder ist es für uns wieder 80? Was ich nicht verstehe ist, wenn ihr das Schild 90 sagt, wonach richtet es sich dann für uns, ob wir... Ja, siehst du, wir dürfen immer noch nur 70 fahren. Wonach richtet sich dann für uns die Maximalgeschwindigkeit? Weil mal dürfen wir nur 70 fahren, meistens dürfen wir 80 fahren, aber manchmal dürfen wir auch 90 fahren. Hä? Also, schon sehr suspekt. Sehr, sehr suspekt das Ganze. Party hard. Freie Ball mit Marzipan. Oh, schöne Volvo-Logo. Die vorne leuchtet auch schon die ganze Zeit. Vor sich hin. Was hinten ist, ist natürlich auch sehr geil. Sehr krass. Sehr, sehr geil. So, da vorne geht's nach links. Was ist das für ein Name? Pskov. I know. Und wir haben Rot. Natürlich haben wir Rot. Wir haben immer Rot. Die ganze Zeit haben wir Rot. Nur Rot. Also alle Rot. Also ich sehe hier Rot. Ah, nee, wir haben Grün. Ah, sag schon. Grüne Welle. Yay. Oha, vielleicht ein bisschen schnell. Ah. Was schaffen wir? Easy, let's go. Ah, davon ist das Ziel. Das ging ja schnell. Wow. Haben wir noch voll in der Folge geschafft. Gerade mal 25 Minuten.
Respekt. Wer es selber macht. Freie Bar mit Marzipan. So, da vorne ist auch ein Bett. Dann packen wir uns gleich mal pennen, weil es ist nämlich merklich dunkel gerade. Da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Jetzt sind wir wieder 90 fahren. Und das, obwohl wir jetzt sogar in der City sind. Also, verstehe ich jetzt nicht so gar. Nein, nee, nicht rot. Scheiße, bin über rot gefahren. Holy moly. So, hier wieder nach rechts. Alter, oh, halt, wie sich der LKW neigt. Was ist denn hier los? Wow. So, hier müssen wir auch wieder nach rechts. Ah, die ist ganz rechts abgebiegen. Ja, ist ja gut. Scheiß AfD-Wählerin. Oh, da müssen wir hart nach links. Sie sind am Ziel angekommen. Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ah, sieht nicht so gut aus. Schaffen wir das? Garantiert nicht. Nee, sieht scheiße aus. Fick die Henne. Na, kacke. Warum auch so eng? So, müssen wir mal, ich muss mal so und dann. So. So, und jetzt hier schön. Ich muss mal kurz den Hänger bis nach rechts ziehen. Weil ich jetzt gerade hier wundert. So, jetzt. Schön geradeaus. So, jetzt sollte es passen. Let's go. Bitte pass. Jawohl, ja. Nein, zu weit. Jawohl, ja. Da und da. Nice. So, wie viel XP kriegen wir? 250? Ist jetzt nicht sehr viel. Ist ja nicht... Wow. Hat jetzt voll gebracht, die Mission. Da war ja jetzt... Also, wow. Gut, dann packen wir uns mal pennen. Vorne war doch eine Werkstatt, ne? Ja, sehr schön. Sehr geil. Da können wir da gleich mal gucken, wie neue Ausrüstteile. Oh, wir haben noch unsere Warnleuchten an. Unsere hier, unsere rundum Warnanlage. Whatever. Komm hier auf. Mädchen, Kinder. Wartung. 5000 Euro. Wir haben 9000 Euro. Ah, nehmen wir lieber nicht. LKW-Konfiguration. Was haben wir denn hier? Wir haben... Nichts Interessantes. Wenn ein 6X4 mit dabei wäre, würde ich den sofort mir holen. Aber 6X2 ist halt so... Ne. Sehe ich nicht. Fühle ich nicht. Oh, ich könnte schon auf nächsten LKW, auf nächsten Motor hochsteigen. Wie 12.000. Ah, scheiße. Nee. Das ist ja traurig. 12 Gänge Vitada und hier haben wir noch 12 Gänge Vitada, der etwas schneller ist. Brauchen wir nicht. Wir haben so schon so viel, zu wenig Leistung. Da bräuchten eher mehr Leistung. Obwohl das Differential ist auch höher. Ach, das egal. Wir bleiben dem, was wir haben. So, und hier haben wir jetzt neue Sachen. Ah. Gut, dann bräuchten wir jetzt hier vorne die Lichter eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, wir könnten hier... Haben wir wirklich neue Tröten? Nö, haben wir nicht.
Das heißt, wir könnten hier, könnten wir jetzt so Lichter drauf machen, aber wir haben hier unten schon so viele Lichter. Denn hier oben auch noch mal Lichter, wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Was heißt denn diese Dinger hier? Das da. Okay. Interessant. Sehr gut. Oh, hier könnten wir. Nee, komm. Wir kaufen uns das Ding und das war's denn, weil für mehr haben wir gar nicht mehr genug Geld. Ich meine, wenn wir hier uns die Dinger kaufen, dann dürfte gar nicht viel mehr, gar nicht viel teurer werden. Ja, doch. Da kriegen wir vor allen Dingen auch gar nicht mehr so viel zurückerstattet. Wir kriegen gerade mal 340 zurückerstattet für die. Und kosten aber, also mindestens 500 Euro pro Stück. Das wäre so ungefähr viel zu teuer. Wir holen uns also das Ding hier und dann beim Rest. Aber ganz ehrlich, wenn wir hier vorne die vier Dinger jetzt erstmal haben, dann brauchen wir selbst das Ding gar nicht. Hä? Hä? Warenkorb? Hä? Wow. Das macht so viel Sinn wie... Ist die dumm? Ah, wer weiß. Nee, komm, aus Ende. So, wir packen uns hier mal hier Pen. Da sieht gut aus. Nice. So, perfekt. Speichern. Ja, dann haben wir die 60 Tonnen Fracht erfolgreich abgeliefert, ne? Das war ja gar nicht mal so schwer. Cool. Dann würde ich mal sagen, soll es für diese Folge auch erstmal gewesen sein. Da sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, heißt es das Tarn. Oder so ähnlich. Ja, let's go. Bis dann. Tschüss.